Ja, wir haben heute schon mal ins WDR-Archiv gegriffen. Das hier, das sieht zugegeben aus wie zig Jahre her. Das ist aber 2018. Den Heimatverein Traditionsbus Mark Sauerland, den steckt man ganz schnell mal in die angestaubte Schwarz-Weiß-Kiste. Und damit macht man wirklich einen großen Fehler. Denn in Lüdenscheid ist der Heimatverein richtig lebendig. Der boomt und es machen sehr, sehr viele junge Menschen mit. Der Älteste, der ist gerade mal 68 und ich würde sagen, das geht als jung geblieben durch. Hier entsteht ein Heimatmuseum. Es geht um Busse und die Verkehrsbetriebe in Lüdenscheid und Umgebung. Aber tausende Exponate haben die Mitglieder des Vereins Traditionsbus Mark Sauerland gesammelt. Ein Jahr lang werkeln sie schon hier in diesen alten Räumen. Ein riesiger Kraftakt für alle. Viel Arbeit auf jeden Fall. Also hier haben wir unzählige Stunden, teilweise bis in die Nächte rein gearbeitet und Sachen ausgedruckt, einlaminiert, Vitrinen angebracht und eingeräumt. Also war viel, viel, viel Arbeit. Ein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. Die Ausstellung, die Sie hier aus dem Boden gestampft haben, ist einzigartig. Aber es gibt noch etwas, was diesen Heimatverein besonders macht. Die Mitglieder sind extrem jung. In vielen Vereinen ist eine sehr, sehr strenge Hierarchie. Vom Vorstand, der sich vielleicht aus dem aktiven Geschäft vollkommen raushält, das ist hier ganz anders. Also wir haben flache Hierarchien, keiner bildet sich jetzt auf seinen Posten irgendwie groß was ein. Deswegen ist die Hemmschwelle vielleicht auch nicht groß, sodass die jungen Leute sich eben auch einbringen können, ohne irgendwie Angst zu haben, dass sie irgendwie auf den Deckel kriegen, weil irgendwas nicht funktioniert. Hier kann sich wirklich jeder so einbringen, wie er es möchte. Der Inverter funktioniert. Inverter-Klischee. Testen, ein bisschen wenig Farbe, aber geht. Ja, es funktioniert. Hier kannst du sehen, MVG, Wagen sowieso. Das Lieblingsexponat von Kai und Lukas ist dieses ausrangierte Schulungsmodell der Märkischen Verkehrsgesellschaft MVG. Originalgetreu und voll funktionsfähig. Kai und Lukas sind nicht nur fast die jüngsten Mitglieder, dass es den Heimatverein gibt, das ist auf ihrem Mist gewachsen. Das Interesse war dafür alte Busse, Verkehrsgeschichte. Und dann habe ich irgendwann den Lukas kennengelernt. Und ja, kamen wir auch irgendwie auf das Thema und fanden es beide gut. Hatten dann die Idee, eigentlich müsste man ja so alte Busse so mal erhalten. Ich war direkt dabei, ja, dann lass uns einen alten Bus kaufen. Aber von Lukas kam dann die Idee, wir sollten vielleicht lieber einen Verein gründen. Den Verein haben sie 2013 gegründet und auch einen Bus haben sie letztes Jahr gekauft. Und der Verein wächst und hat mittlerweile schon 50 Mitglieder. Mehr als die Hälfte von ihnen unter 30. Das jüngste Mitglied ist 14. Man kann es im Prinzip zusammenfassen, wir sind ein Verein. Wir reden nicht nur über irgendwelche Heimatgeschichte, sondern wir machen was. Bei uns kann jeder das machen, was er möchte. Wenn hier jemand gerne auf dem Bus als Schaffner dabei sein möchte, kann er das machen. Wenn lieber jemand hier für das Museum Sachen zusammenbauen möchte, ist das kein Problem. Und ich denke, das trägt auch dazu bei, dass wir so viele jüngere Mitglieder haben. Und von denen ist fast jeden Abend jemand hier, damit das Museum am 29. September auch eröffnet werden kann. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Tja, und Bus ist ein gutes Stichwort. Feierabend auch Feierabend, nämlich für den Bürgerbus in Soest. Es gibt eine Entscheidung und eine große Mehrheit hat sich dagegen entschieden.